Hallo Minecraft-Freunde, ich bin Sergeant Liquid und heute zeige ich euch den Minecraft-Datenbus. Mit dem ist jetzt alles möglich. Ihr könnt einen Haufen Signale über eine Leitung fernsteuern. So, das hier ist so ein Modul. Das ist das Kleinste, was mir gelungen ist zu bauen. Und damit könnt ihr jetzt einige Sachen fernsteuern. So, ihr seht, ich habe hier gedrückt. Dort sind die Lampen angegangen. Jetzt kann ich auch hier zum Beispiel die Lampe ausschalten und die andere an. Und man kann das hin und her. Und das Ganze funktioniert über eine Leitung. Ihr seht, die zwei Module sind hier über eine Leitung verbunden. So. Und dann dauert das einen kleinen Augenblick und wir sehen, das System hat sich synchronisiert. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier drüben das gleiche nochmal aufgebaut und wir sehen schon, hier sind die roten Lampen nicht an. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich das auf einem anderen Kanal habe. So, ich habe jetzt einfach den Kanal umgestellt. Jetzt resette ich das hier einmal. Es dauert jetzt wieder einen kleinen Augenblick. Der muss das Signal kodieren, schickt das hier über diese eine Leitung hier rüber. Hier wird das wieder dann dekodiert. Und dann führt er hier auch den Reset aus, wie drüben. So, jetzt ist der Reset fertig. Jetzt kann ich hier zum Beispiel die zwei Lampen hier einschalten. Und wir sehen, das Signal wird wieder hier hinten übertragen. Geht hier rüber. Und schaltet mir jetzt hier diese zwei Lampen. So. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe einmal hier das hier aufgebaut. Mehr war nicht drinne, weil mein Rechner einfach die Leistung nicht mehr gebracht hat, weil das muss ja alles verarbeitet werden. Wir haben hier zum Beispiel 4x32 Bit. Vier Gruppen mit 32 Bit. Das heißt, ich kann jetzt hier durch die Kombination mit ein so einer Einheit über 4 Millionen Signale schicken. Knapp 4,3 Millionen. Mit vier Modulen kann ich also in Kombination über 16 Millionen Informationen schicken. Das Ganze habe ich hier jetzt nochmal mit vier 8-Bit-Gruppen integriert. Das läuft alles unabhängig voneinander über eine Leitung. Und hiermit kann man dann auch dann nochmal 4 mal 250, also knapp über 1000 verschiedene Dinge fernsteuern. Man kann natürlich auch die einzelnen Kanäle nutzen oder kombinieren oder wie man möchte. Mit so einer Einheit, so einem 32-Bit-Modul, kann man dann zum Beispiel sein komplettes Lager verwalten. Man muss dann nicht mehr durchs ganze Lager laufen und die Sachen suchen, sondern ich gehe dann an ein Lesepult, suche mir die Ware aus, gebe die Anzahl ein, die ich haben möchte und lasse sie mir dann vor Ort schicken. Ich kann hier dann über diese 8-Bit-Gruppen kann ich mir dann Farmen oder Türen oder wie auch immer steuern. Jetzt sehen wir, die erste Gruppe mit dem 32-Bit ist hier fertig und hier drüben ist sie jetzt auch fertig. So, jetzt zeige ich euch nochmal einfach mal eine andere Gruppe. Sagen wir mal hier die grüne zum Beispiel. Und dann wird das Signal über diese Leitung überall hin verschickt. So, wir sehen, alle Maschinen arbeiten, weil die Maschine ja nicht weiß, ob das Signal für sie ist oder nicht. Deswegen fängt das dann auch hier jetzt ein bisschen an zu ruckeln. Wenn ich mich jetzt hier entferne, dann geht das aber mit der Ruckelei einigermaßen. Wie gesagt, ich habe es halt einfach etwas übertrieben. Es ist auch mehr dazu gedacht, dass ich euch einmal zeige, was das System kann. Leute, die mehr Rechenleistung haben, werden das auch wahrscheinlich auch besser handeln können. So, wir sehen jetzt, hier sind die grünen Lampen an den grünen Blöcken sind überall die Lampen angegangen. Und das gleiche kann ich natürlich dann auch mit allen anderen machen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf meinem Kanal vorbei, dort habe ich ein ausführliches Tutorial, wie man die Geschichte aufbaut, wie es funktioniert, mit ein paar besonderen Bauteilkombinationen, die ihr vielleicht auch noch anders einsetzen könnt.
und mit denen ihr dann einige Sachen machen könnt. So, ich hoffe, wir sehen uns auf meinem Kanal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, Leute.